Hallo liebe 1000 PS-Fans, hier am Gamesec 101 nähe Stuttgart in Deutschland. Ein Festival, wo es vorrangig um Custom, um Umbau geht, um traditionelle Hersteller. Und wer darf da nicht fehlen? Natürlich Triumph. Neben mir der Uli Bonsels, Pressesprecher Deutschland und Mädchen für alles, kann man eigentlich so sagen. Zu meiner Linken unser lieber Kollege Chaot, ihr kennt ihn alle. Und das Besondere, warum wir drei hier stehen, ist, dass gestern das Essenza-Rennen stattgefunden hat, wo eben die Hersteller eigene Umbauten machen und dann gegeneinander auf der Achtelmeile angetreten sind. Und es ist was Unglaubliches passiert. Unser Code ist angetreten und hat sich gut geschlagen. Und das wirklich Unglaubliche ist, Carl Fogarty, vierfacher Superbike-Weltmeister und mir hat gesagt siebenfacher Weltmeister, er wird noch ein paar andere auch gewonnen haben offensichtlich, hat diesen Essenza-Bewerb gewonnen mit dieser Thruxton Air. Uli, erzähl ein bisschen was drüber. Ja, wir waren selber sehr überrascht, haben uns natürlich Mörder gefreut, es war unglaublich, hat Karl echt grandios gemacht und speziell aufgrund der Tatsache, dass die Motorräder wirklich auf die letzte Sekunde fertig geworden sind. Die sind im Werk aufgebaut worden, Kompressor aufgeladen, ca. 140 PS, aber wir hatten so gut wie keine Zeit zum Testen. Karl ist mal am Freitagabend zweimal die Straße hoch und runter gefahren und das war's. Und wir hatten schon Bedenken, ob es alles hält, ob die Kupplungen halten und so weiter. Und er hat es einfach grandios gemacht. Christoph hatte ein bisschen Pech leider. Er ist super weggekommen vom Start, hat bis fast zum Ende geführt und dann ist diese Guzzi noch ganz langsam an ihm vorbeigezogen. Man muss sagen, die ist dann am Ende Dritte geworden und hat in jedem anderen Durchgang dann wieder irgendwie schlecht weggekommen und dann am Ende voll aufgeholt. Also da war irgendwas gemacht an dem Motorrad, das war nicht in Ordnung. Unbedingt. Aber Christoph hat ja noch eine zweite Chance auf der Intermod. Genau, das wollte ich auch ansprechen. Intermod werden diese Motorräder vor Ort sein und auch wieder starten. Kollege Chaot, hoffentlich, dass er das durchzieht. Karl muss. Fogarty auch auf alle Fälle. Ja. Und lieber Uli, wenn ich dich jetzt schon hier habe, ein bisschen Ausblick auf die Intermod. Was können wir erwarten, motorradmäßig? Ich sag mal so, es lohnt sich zu kommen. Nicht nur wegen den Sprintrennen, wegen dieser Essenza-Geschichte. Wie du schon sagst, Karl Fogarty wird auch wieder da sein, für uns fahren. Wir hoffen natürlich, dass wir wieder gewinnen können. Und wir haben natürlich auch ein paar schöne Neuheiten am Start auf der Intermod. Ihr müsst ja aufteilen, Intermod und EICMA, aber ihr werdet trotzdem genug haben für die Intermod? Definitiv, für beide Messen haben wir genug. Und du willst jetzt noch überhaupt nichts auslassen? Überhaupt nichts. Warum nicht? Ich darf nicht. Das Mädchen für alles darf nicht. Na egal. Uli, vielen Dank für das Interview. Ich habe noch einen Hinweis. Diese Fahrzeuge treten ja nicht nur im Rennen gegeneinander an, sondern es gibt ja auch einen Designwettbewerb, der öffentlich ausgelobt wird auf, lass mich gucken, www.essenza-lewis.de. Und da kann jeder ab 9. September für die Fahrzeuge voten, welches sein Lieblingsmotorrad ist. Und ich würde mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr alle für diese beiden Motorräder votet. Vor allem müsst ihr bedenken, Kompressoraufladung, das ist was Cooles. Und es sind Gewinnermotorräder. Absolut. Also eins auf alle Fälle, das zweite dann hoffentlich auf der Intermod in Köln. Uli, jetzt vielen Dank für das Interview und noch viel Spaß. Es ist ein bisschen bewölkt, aber jetzt ist es ein bisschen angenehmer als gestern. Da war es extrem sonnig und schön. Aber den Leuten macht es trotzdem super viel Spaß. Also Top-Stimmung. Bleibt dran, wir haben noch viele andere Videos.